Tag auch, sonnige Grüße von mir an den heimischen Herd. Heute gibt es Omis Gurkensalat, ein Wiener Schnitzel, das Wellen schlägt. Tim Mälzer kehrt im Ersten zu seinen Wurzeln zurück. In der Welt. Ganz klar, er macht das, was er am besten kann: Kochen. Das mit frischen und gängigen Zutaten. Tim, worum geht es in deiner neuen Kochshow? Also wirklich nur ums Kochen und ums Essen. Nicht mehr und nicht weniger. Mälzer solo in der Küche. Das ist das neue Markenzeichen der ARD am Samstagnachmittag. Es freut mich sehr. Zwei Männer, die sich gegenseitig sehr schätzen, treffen aufeinander. Kochgipfel mit Alfred Biolek. Das Essen ist der Star. So Tim Mälzer. Die Ästhetik des Essens ist alles Bestimmende. Das heißt, wir haben wahnsinnig schöne Foodbilder und ich hoffe, dass ich gar nicht so im Mittelpunkt stehe wie in der anderen Kochsendung, wo ich halt nonstop immer erzählt, gemacht, getan, gerannt habe, sondern dass hier wirklich das Essen einfach im Mittelpunkt steht. Was erwartet uns in deinem neuen Restaurant? Oh, hoffentlich gutes Essen, eine große Vielfalt, eine große Bandbreite. Wir haben vorne an so einen ganz kleinen vegetarischen Bereich oder Schwerpunkt vegetarische Küche. Wir haben, auch da steht das Produkt wieder im Mittelpunkt. Das heißt, es wird keine mörderkreative Küche geben, wo es irgendwelche Türmchen gibt, sondern wirklich ein, zwei Komponenten auf dem Teller. Klar, verständlich, sauber und hochwertig gekocht mit guten Produkten. So, ich sag mal so wie der Italiener um die Ecke. Bloß meins. Also, das ist wirklich gut.